So, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play, Entschuldigung, Let's Play Breath of Fire 2. Und wir waren ja in einem Dialog und ja, nun lese ich weiter. Und du bist mir vor Sonnenuntergang zu Hause, DJKR. So früh schon? Ach man. Ach, was gibt's denn jetzt noch? Wäre schön, wenn du auch mal von Mama träumen würdest, Bruderherz. Oh, wie süß. Willst du deine Augen einen Moment lang schließen? Machen wir's mal. Hä? Das ist unsere Mutter? Das ist ein Scherz. Den Traum hattest du auch, Jua? Wo sind die Schmetterlinge? Okay. So langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ah ja, das Dorf ist wieder in Farbe. Die 90er Jahre sind vorbei. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Was machst du hier, Bursche? Du kennst mich doch. Ich wohne hier. Was? Du wohnst in diesem Dorf? Das ist aber seltsam. Ich wohne schon mein ganzes Leben lang hier, aber dich habe ich noch nie gesehen. Hallo, ich war vorhin bei dir. Ihr habt's auch gesehen. Okay. Kein Bock, da aufs Klo zu gehen. Ah, der alte Mann. Was? Was tust du denn da? Halt! Du bist ja ein Dieb! Verschwinde! Hau ab! Nee, hier ist nichts. Also von wegen Dieb. Ich kann ja nichts mehr klauen. Was? Du bist der Sohn des Priesters, sagst du? Lüg doch nicht, du kleine Ratte! Sankt Eva würde dich dafür sicher bestrafen! Ist klar. DJ K.A.? Jua? Vater Ghana? Wovon redest du eigentlich? Der Priester dieses Dorfes war und ist schon immer Vater Hulk gewesen. Was labert ihr für eine Scheiße? So langsam glaube ich, die wollen mich hier ein bisschen verarschen. Du bist auch noch hier? Wie kannst du nur so einfach in die Toilette anderer Leute reinplatzen? Das ist tatsächlich ein Klo. Ist das geil. Was denkst du dir eigentlich dabei? Es ist tatsächlich ein Klo. Okay, es ist doch kein Waschbecken, ne? Interessant zu wissen schon mal, wie die Klos hier aussehen. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Was machst du hier, Bursche? Das hat doch vorhin der andere auch gesagt. Was bist du denn für ein Kind? Ein ziemlich komisches anscheinend. Hau ab, du bist mir nicht geheuer. Ich tue dir schon nichts. Ich bin ein Kind. Mit einem Stock. Bist du ein Waisenkind? Wenn du kein Zuhause hast, dann findest du sicher Zuflucht in der Kirche. Sankt Eva würde ein armes Kind wie dich niemals abweisen. Okay, gehen wir mal in die Kirche. Du warst vorher aber nicht hier, oder? Vater Hulk? Okay. Mein Sohn, sei willkommen im Hause Sankt Evas. Du hast keine Familie? Sei unbesorgt. Die Kirche würde ein weißes Kind wie dich niemals abweisen, selbst wenn du ein Dieb wärst. Bin ich aber nicht. Also fühle dich wie zu Hause und ruhe dich erstmal aus. Du kannst das Zimmer im ersten Stock benutzen. Wie großzügig. Obwohl ich hier wohne, ne? Witzig. Hä? Wer ist das denn? Was ist das nur für eine billige Absteige? Ich glaube, ich stecke das... ich stecke als erstes mal die Kerze hier ein. Halt! Du brauchst mir nichts vormachen. Du machst es doch genau wie ich. Habe ich nicht recht? Zuerst tust du so, als wärst du ein armes, kleines Kind. Dann quartierst du dich in die Kirche ein und kratzt dir alles, was nicht niet- und nagelfest ist, nicht wahr? Wovon redest du? Ich bin kein Dieb. Aber hier gibt es anscheinend nichts Wertvolles. Da müssten wir schon eine größere Stadt gehen. Und genau da will ich hin. Wie sieht's mit dir aus? Willst du hier etwa versauern? Eigentlich nicht, oder wollen wir? Nein. So gefällst du mir. Gehen wir. Lass uns eine richtig große Stadt gehen und stinkreich werden. Was sagst du dazu? Mein Name ist Boch. Auf gute Partnerschaft. Boch ist der Party beigetreten. Jetzt habe ich so einen Köter als Partner. Na geil. Das kann ja was werden.
Und lassen wir den da mal stehen. Wir hauen mal ab. Es ist dunkel, es wird Nacht, Senorita. Und wir fliehen aus der Stadt. Hm? Es scheint, als würde ein Gewitter aufziehen. Ich sehe nur Regen. Wow, ein Platzregen. Komm, lass uns schnell etwas zum Unterstellen suchen. Diese Hülle hier wohl. Hey, hier drin ist ja zappenduster. Ja, ach nee, ist ja auch eine Höhle. Ach, genau. Ich habe ja noch die Kerze aus der Kirche. Warte, ich mach sie gleich mal an. Es werde Licht. Und schon kann es weitergehen. Was ist das? Was war denn das? Komm, das sehen wir uns mal genauer an. Ich will's eigentlich nicht wissen, was das ist. Es sieht gefährlich aus. Es sieht lang aus. Es könnte eine Schlange sein? Ich hoffe, es ist nichts allzu Schlimmes. Also, ich hoffe, das ist jetzt kein Gegner, den ich bekämpfen muss. Weil dann habe ich echt... Wobei, ich habe einen Partner. Möglicherweise habe ich eine Chance. Was bist du? Wah! Ein Monster! Wo? Geil. Tschüss, Boch. Dies soll das auserwählte Kind sein? Dies soll wirklich der Knabe sein, der die Mission ausführen wird? Also gut, beweise er sich mir. Okay. Ich darf dich also bekämpfen. Okay, ich habe keine Magie. Item. Bringt nicht viel. Die Musik ist cool. Barbaroy? Okay, greifen wir mal an. Wie viel? Och du Scheiße. 243 zieht er mir ab. Und ich kann noch nicht mal angreifen. Scheiße. Schreite voran, DJ Kerl. Hä? Ich sollte mich dir doch erweisen. Boom, hä? Okay. Lass mich sehen, wie du die Pforte öffnest, auserwähltes Kind. Dann wird die Zeit kommen, da du die Stärke Gottes erfahren wirst. Ah ja, ich bin also das auserwählte Kind. Hm. Ihm war, als wäre er aus einem langen Traum erwacht. Aber nun sind sein Vater und seine Schwester verschwunden und niemand kann sich an ihn erinnern. Sehr tragisch. Ich frage mich wirklich, was hier vor sich geht. Er träumte von einem furchtbaren Dämon, der sein Herz entzwei riss. Doch es bleibt nur ein Traum. Mann, ich verlese mich hier aber echt ziemlich oft. Na, kommt noch was? Ah, wir sehen eine Burg. Und dennoch, er kann sich dem Traum nicht entziehen. In den Tiefen seiner Seele hört er Stimmen. Rufe aus einer anderen Welt. Einer Welt der Stille und der Dunkelheit. Langsam nähert er sich ihr halb furchterfüllt, halb erwartungsvoll. Er erlegt Dunkelheit ihm zu willkommen. Scheiße. Ich war nicht schnell genug. Okay. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich war nicht schnell genug zu lesen. Du bist der Auserwählte, schrie der Dämon. Sein Herz sagt ihm, dass dies die Wahrheit ist. In diesem Moment beginnt die Realität zu verschwimmen und der Traum nimmt langsam Gestalt an. Was für ein Traum soll das denn sein? Ich mach mir echt Sorgen. Okay. Oh, die Musik ändert sich. Was soll das eigentlich für ein Traum sein? Kommen wir da irgendwann noch hin oder so? Ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt, was mich alles in diesem Spiel noch erwartet. Was für Kämpfe... Ach genau, in diesem Video will ich noch eine Frage stellen. Und zwar, soll ich, wenn ich die Charaktere auflevel, was ich wahrscheinlich ab und zu machen muss, vermute ich jetzt mal, soll ich das offscreen machen, wenn ich die Charaktere aufleveln soll? Also, wollt ihr, dass ich die Kämpfe weglasse? Oder wollt ihr, dass ich alle Kämpfe, die ich mache, auch wenn ich... 10 Jahre später. Soll ich Kämpfe aufnehmen? Also wollt ihr wirklich jeden Kampf sehen? Oder wollt ihr
wenn ich hochlevel, dass ich die Kämpfe weglasse, dass ihr die nicht seht. Also, dass ich nur die Kämpfe zeige, die mir jetzt so auf diesem Wege passieren. Würde mich echt interessieren. Soll ich offscreen aufleveln oder wollt ihr alle Kämpfe sehen? Gut, das wäre meine Frage. Und da die Zeit knapp wird, mache ich hier erstmal wieder einen Stopp. Und im nächsten Video geht's hier weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.